Doch das ist alles nichts gegen das, was Eric Hewn mit seinem Team für den Emir von Kuwait plant. Die Londoner Architekten bauen gleich eine ganze Stadt. Die City of Silk. Der Turm, der die bauliche Mitte bilden wird, wird 1001 Meter hoch. Seine drei Spitzen sollen eine Moschee, eine Synagoge und eine Kathedrale bilden. Symbol für das friedliche Zusammenleben aller Kulturen. Siebenhundertfünfzigtausend Menschen sollen in der City of Silk wohnen. Und über 100.000 Menschen soll der Turm von 1001 Metern Höhe, genannt nach den arabischen Märchen, Platz bieten für Arbeit, Wohnen und Freizeit. Kostenpunkt 100 Milliarden Dollar. Wolkenkratzer als weithin sichtbare Symbole für die technologische Potenz der wirtschaftlich aufstrebenden Staaten des Mittleren Ostens, die sich als neue Global Player nicht länger vom Westen dominieren lassen wollen. Neue Symbole einer ernst gemeinten Globalisierung? Ohne Rücksicht auf ökologische Folgen und ohne Anzeichen von ökonomischer Vernunft? Skyscraper ist such a 20th century name. Wolkenkratzer, was für ein altmodischer Begriff aus dem 20. Jahrhundert. Für ein neues Jahrhundert brauchen wir auch einen neuen Namen. Unser Vorschlag: Sternenfänger. Da gibt es diese großartige Stelle in den Nachtgedanken von John Young. Zu niedrig bauen sie, wenn sie nicht bis zu den Sternen bauen. Und ich glaube, wenn wir heute über Gebäude reden, die einen Kilometer hoch sind, dann greifen wir nach den Sternen, nicht nur nach den Wolken, sondern nach etwas, das für das 21. Jahrhundert den Willen darstellt, den menschlichen Geist in ungeahnte Höhen zu heben. Das ist es, was diese Gebäude symbolisieren. Somit sieht Eric Hewns Liste der höchsten Gebäude der Erde etwas anders aus als die der restlichen Welt.